Waxel. So ein, zwei Schnuffis zu Hause zu haben, wäre aber auch nicht schlecht. Ja. Ja, wir haben ja noch 12 Knochen. Waxel, Waxel. Ich mach grad mal unser Weizen hier. Voll am Cheaten sind wir. Und vor allen Dingen, ich wollte jetzt eigentlich zurückgehen und sehe unterwegs jede Menge Kohle. Ja, siehst du mal, ist doch gut. Und so wie ich bin, kann ich an gar keiner Kohle vorbeilaufen. Ah ja. Ich muss zumindest einen Block von denen immer abbauen. Ja, dann musst du das machen. Und jetzt habe ich noch gerade einen kleinen Umweg genommen. Zack, 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 So, jetzt zack, haben wir immer zack, noch zack. 29 und das Wachstum ist sehr beschleunigt worden. Benutzt du eigentlich Standard-Texturen-Pack oder benutzt du irgendein besonderes? Ich benutze ein besonderes. Frag mich jetzt nicht, wie es heißt. Ich benutze auch das Standard-Texturen-Pack. Ne, das war mir zu langweilig. Überraschung. Wir haben schon 20 Weizen. Wie viel braucht man, um Brot zu backen? 3 Weizen. Und da ich noch 29 Knochenmehl habe, wird direkt weitergemacht mit dem Cheaten. So. Ich pack mal alles erstmal in die Truhe, kannst nachher mal durchstöbern. Ja, ah ja, wenn ich hier das gemacht habe, dann gehen wir gleich mal. Oh! Jetzt habe ich mich erschreckt. Wieso? Ah ja, hier ist so Melone plötzlich gespawnt. Ich habe mich voll erschreckt. Na toll. Plötzlich so ein Melonenkopf neben mir. Also nicht du, sondern. Ja. Wir zwei gehen gleich erstmal zu dem Spawner. Richtig. Nachdem ich dann hier das Feld wieder aufgearbeitet habe. Wir haben zwar noch ein bisschen Knochenmehl, aber das sparen wir lieber. Yep. Ich meine, wir haben jetzt ja dann auch erstmal genug Weizen. Das ist ja nicht so. Ich meine, 40 Weizen ist doch schon mal was. Ja, das auf jeden Fall. So. Felder wieder aufgearbeitet. Mit Weizen kann man doch entweder Brot backen oder Tiere füttern. Ja. Und die Tiere zu einem hinlocken. So, wo sind sie denn? Also ich bin jetzt im Haus, das Weizen und so wegbringen noch. Okay, ich habe 12 Fackeln, 4 Fleisch und einiges an Schwertern dabei. Ja, ich habe 3 Schwerter, 18 Fackeln und ein bisschen Fleisch dabei. Sollten wir uns keine Ausrüstung bauen? Ach was. Okay. Wir sind da unten zu zweit, wir machen die fertig. Dann komm mit. Zum Spaßbad der Zombies. Ich bin Level 11. Ich auch. Guck, die haben ja unten voll das Spaßbad. Das sind schon die grünen Steine und da ist direkt der Spawner. Ey, sag ich doch. Links, Zombie. So, jetzt spawnt nichts mehr. Ja, das wollte ich auch gerade machen, aber ich habe keine Fackeln im Kurzinventar. Ich plündere mal die Truhe. Lol, seit wann droppen Zombies Schaufeln? Keine Ahnung, also ich habe jetzt hier einen Sattel, 4 Weizen, Faden, Eimer und Schwarzpulver. Und vor allen Dingen eine Eisenschaufel. Bau du die Kohle ab, ich baue das Trüschen ab. Ach, wunderbar. Und wie sollen wir die Falle nachher aussehen lassen? Naja, ich könnte ja jetzt erklären, wie ich meine im privaten Game gebaut habe. Die ist aber nicht automatisch, sondern da müsste immer einer stehen und die umklatschen. Naja, dann wäre schon mit Kaktee drunter, also Kaktus. Mit Kakteen sind die Kacke, die Kakteen. Ja. Ja, ich weiß, das war ein schlechtes Wortspiel. Muss gar nicht so tun, als wenn es gut war. Okay. Alter, das hört gar nicht mehr auf, ey. Sei doch froh.
Ich würde sagen, dass wir für das erste Mal den Spawner so lassen und später die Monsterfalle bauen. Ja, und ich habe noch mehr Glück, ich habe Eisen gefunden. Ich bin mal gerade auf dem Weg zum Haus. Jo. Ey, das ist eigentlich praktisch bei uns, wo wir angefangen haben. Tempel, Höhle, Ja, haben wir einen Dungeon. Top-Punkt ausgesucht. Ich frage Und mich, wo? wie wir das später dann toppen sollen. Na, das weiß ich auch nicht. Ist ja nicht so, als wenn wir wüssten, wo wir hier gewesen sind. Da haben wir ja wirklich nicht gewusst. Das war jetzt ja. Ich leuchte immer noch ein bisschen mehr aus. Einfach so. So. Also ich habe jetzt noch 4 Eisen und 38 Kohle gefunden. So. So, und ich habe gerade noch eine Doppeltruhe hingebaut. Aber ich hoffe jetzt, das ist hier also unsere Abteilung für Arbeiten. So, unser Eisen ist fertig. Ich könnte doch unten den Keller etwas weiter ausbauen und dann bauen wir da nachher ein Lager rein. Ja, dann musst du halt nur ein bisschen tiefer bauen, war so. Ja, das auf jeden Fall. Ja, was wollte ich jetzt machen? Wir müssen die Truhe auch irgendwann mal ordnen, so dann, Ja, wenn wir. deswegen wollte ich auch jetzt ein Lager bauen. Ja, weißt du, dann bau du ein Lager und ich besorg Holz, dass wir dann Truhen machen können. Alles klar, und Schilder. Wie Auch viel Holz haben wir beschriften denn? alles. Ja, wir haben Tropenholzbretter und 4 Eichenholzbretter. Das ist Und ja für eine. Truhen bauen scheißegal eigentlich. Ja, und eine Truhe haben wir noch auf Lager. Und die zwei, wo oben stehen, können wir auch sicherlich runter machen. Oder sollen wir die da lassen für schnell reinstopfen und wieder abhauen? Nee, nee, wir machen das dann schon ein ordentliches. So, Nur du müsstest auch ein, zwei Leitern bauen. Leitern willst du jetzt auch noch haben. Ja gut, du hast ja genug Stickies gemacht am Anfang. Ja, so. Und wenn du noch gerade Zeit hast, eins, zwei Spitzhacken. Nein. Computer sagt nein. Mann, ey. Ich habe noch eine Steinspitzhacke dabei, aber die gehört mir. So. Wir müssen jetzt ja eh gleich kurz Aufnahmepause machen, nicht gehabba habba machen. So. So. Ich bin mal gespannt, wie viel der Aufnahme das hier ist. Was? Ich werfe die da einfach mal runter, wa? Warte, ich muss die dann erst ins Inventar machen hier. Weil wenn ich jetzt runtergehe, kommen wir nicht mehr hoch, dann haben wir ein Problem. Achtung, Feuer! Achtung, Feuer! Liegen unten. Alles klar, auch Leitern. Nee, die Leitern wollte ich jetzt gerade machen. So. So. Ach ja. Die Leitern können sich kurz ziehen. Ich muss ja die Stickies auch gut verteilen. 5, 5, 5, 5, 5 und 5. 12, 15 Leitern. Meinst du, das reicht? Ja, ich denke schon. Warte und Feuer. Feuer! Liegen unten. Alles klar. Damit baue ich jetzt mal als erstes hoch. Die haben ja dicke gelangt. Siehst du mal, dann haben wir noch ein paar auf Lager. Eisenmäßig stehen wir auch gut da. So. Was wollte ich jetzt? Ach so. Weizen. Oh, sieht hier. Diese Truhe sieht aus wie Kraut und Rüben, ey. Aber.